leben in einem freien Land. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, Rechtsanwälte, eine kleine Mafia, Wirtschaftsprüfer, mit den Menschen in diesem Lande macht, was sie will. Also erst einmal war es sicher so, dass die Banken ganz bedeutend waren. Ich werde auch von meinen Kollegen gefragt. In der Schweiz. Was kann ich denn alleine schon tun? Da gibt es Anlagefonds, da gibt es Versicherungsaktivitäten. Die Schweiz ist ja ein relativ kleines Land. Kollege, ich sage dir ganz klar, vor einer Woche waren wir noch alleine. Und ich habe schon den Eindruck, dass man hier mit Zuversicht auch in die Zukunft schaut. Vor ein paar Tagen war die ganze Belegschaft da. Und auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen darf. Heute ist es die Stadt Duisburg und morgen wird es das ganze Revier sein. Wie stark. Leute, das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Also erst einmal war es sicher so, dass die Banken ganz bedeutend waren. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. Eine engere Verzahnung zwischen Politik und Wirtschaft im positiven Sinne. The specter is haunting Europe. The specter of communism. All the powers of old Europe have entered into a holy alliance to exorcise this specter. Pope and Tsar, Metternich and Nizo, French radicals and German police spies. Pfarrer Kelf in Sarri, ich bin ja kein besonders frommer Mann. Das ist eine Gefahr. Aber sie haben mich in den letzten Tagen so ein bisschen inspiriert. Wie stark. Da habe ich mir mal Ihr Behandlungsbuch für Menschen zur Brust genommen. Wie stark. Da habe ich etwas über Krupp gelesen. Da stand drin, wir hätten jahrelang die linke Wange und dann die rechte Wange hingehalten. Ja, das ist eine Diskussion, die im Moment kaum geführt werden kann. Doch, da habe ich auch noch was gelesen. Und das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Wenn der bilaterale Weg, den wir ja bis jetzt eingeschlagen haben, immer mehr auf Widerstand stößt, dass wir dann einmal überlegen, einen institutionellen Rahmenvertrag zu formulieren,